Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Nur etwa 2% der Frauen finden sich selbst schön. Meistens die Gehstickpanzer mit Leoparden-Leggings. Bald ist wieder Leberwurst-Wochenende. Da ist mir meine Leberwurst. Rosen sind rot, Bananen sind krumm, ich bin dumm, brumm, brumm, brumm. Ob Menschen, die Leserkommentare wie interessiert mich nicht schreiben, auch wahllos in Läden marschieren und sagen, ich kaufe hier nix? So tief in der Friendzone, dass du ihre Haare hochhältst, während sie ihrem Freund einen bläst. Dschungelcamp. Alles, was in Deutschland keiner mehr haben will, wird ins Lager gesteckt. Das hat hierzulande ja eine lange Historie. Was würde ein normaler Mensch in dieser Situation tun? Ein normaler Mensch wäre nicht in dieser Situation. Woran erkennt man, dass eine Frau im Weltall war? Jetzt verstehe ich den Ernst. Der große Waage ist kaputt. Manchmal sehe ich Leute und denke mir, wirklich? Du bist das Spermium, das gewonnen hat? Wenn Menschen hinter meinem Rücken reden, furze ich. Ich wusste nichts mehr mit meinem Leben anzufangen. Dann kam Faszination Traktorlegenden, die DVD-Sammlung. Für Obamas Besuch in Delhi wurden 15.000 Überwachungskameras installiert. Nur weil er schwarz ist, heißt das doch nicht, dass er was klauen muss. Ich schaffe es einfach nicht, eine Freundin zu bekommen. Und das, obwohl ich zwei Sprachen fließend sprechen kann. Deutsch und Klingonisch. In einer schwarzen Mikrowelle mit einem silbernen Knopf. Erwärme ich alle Speisen, die ich selber nicht koche. Jeden Abend dieselbe Frage. Wecker stellen oder Kündigung schreiben. Die heutige Jugend weiß gar nicht, wie gut sie es hat. Wir mussten früher viermal auf die 9 drücken, um ein verdammtes kleines Z zu schreiben. Darf ich Teddy mitnehmen? Wohin? Zur Arbeit. Deine Entscheidung, du bist schließlich der Chef. Dann kommt Pingu auch noch mit. Ein amerikanischer M1A1 Abrams Kampfpanzer schießt mit 1000 Demokratie pro Minute. Heute starb mein Wecker im Alter von 4.50 Uhr in einem schrecklichen Wandunfall. Ich bin so geil, dass ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren kann und ständig Rechtschreibfotzen mache. Ich habe mir ein Feuerwehrauto stechen lassen. Ich nenne es Tattoo Tata. Chuck Norris hat vor dem Gartenzaun ein Schild angebracht. Vorsicht vor dem Besitzer. Chuck Norris siegte, kam und sah. Bigfoot hat ein verschwommenes Foto von Chuck Norris. Wurde heute in Geologie gefragt, wie groß denn Deutschland sei? Das Deutsche Reich kennt keine Grenzen, war im Nachhinein wohl die falsche Antwort. Ich finde es ja komisch, dass auf amerikanischen Milchpackungen Bilder von vermissten Kindern sind. Stell dich mal so vor, so Pedos benutzen das als Sammelkarten. Hab ich, brauch ich, die hat Harry, brauch ich. Ich brauche Dämmwolle für Papas Hobbykeller. Kleiner Mann, das ist eine Drogerie, was brauchst du wirklich? Tampons für Mama. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.